So, wie ihr schon im Titel erkannt habt, geht es in dem Video um die Upgrade-Werkbank, die ich nämlich gefunden habe, beziehungsweise mir wurde verraten, wo sie ist. Zumindest mal eine. Wo alle noch genau sind, kann ich noch nicht genau sagen, aber da wird bestimmt auch ruckzuck irgendwas gelegt. Ich wollte euch jetzt eigentlich nur mal kurz zeigen, wie das Teil überhaupt aussieht. Aber dazu müssen wir jetzt doch erstmal hier runter. Weil wir brauchen definitiv 150 Holz, 150 Metall und 150 Stein. Dazu gehen wir, weil das Ding ist hier unten in der Halle. Aber wir gehen jetzt erstmal schnell eine Waffe sammeln und vor allem Metz. Metz, 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 Metz. So, ich versuche jetzt auf Krampf halt 250 von jedem auf jeden Fall zu kriegen. Sag nicht, hier ist ein Gegner. Weil das Problem ist nämlich, Stein ist hier in der Gegend echt ein Problem. So, haben wir nämlich noch direkt eine graue Waffe mit. Ich weiß, ihr wundert euch erstmal, was macht der Trottel da? Warum baut der da ab wie so ein Dulli? So, 150 haben wir jetzt. Aber ich gehe jetzt echt mal auf Nummer sicher und gehe auf 250. Wie gesagt, ihr werdet gleich sehen, warum. Ah, was Blaues wäre halt jetzt nicht schlecht. So, jetzt bräuchten wir halt noch Metall. Holz kriegen wir sowieso unterwegs mit. Aber ich habe schon gesagt, in der normalen Runde wird das echt schwer sein, überhaupt zu benutzen. Ah, da haben wir noch was Blaues. Lexe natürlich auch wieder on point. So, kurze Orientierung. Da ist das Haus, da hinten ist die Scheune. Jetzt muss es natürlich lenken wie verrückt. Man kennt ihn. So, uns fehlt aber noch das Metall, sehe ich gerade. Aber gucken, wie viel der jetzt gibt. Also hier steht das Ding schon mal, aber wir müssen jetzt ganz schnell noch mal Metall holen. Aber ich meine, da wäre eine Garage gewesen. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Metall. Aber wie ihr seht, es ist halt nicht einfach, die Materialien an sich zu bekommen. Ah, hier sind noch Autos. Ah, auf 250 muss ich mindestens kommen. 150, oh, das ist eine Lauferei hier, ey. Ich komme mir vor wie bei Rettet die Welt. Wir sind hier noch ein Auto. Komm, schneller. Ah, hier haben wir Steine, falls ihr welche braucht. So, 250 haben wir jetzt. Holz können wir ruhig ein bisschen ver. Dieser Lex. So, dann gehen wir nämlich mal rüber. Dann kann ich euch nämlich wirklich mal zeigen, wie das aussieht. Ich habe es selber auch noch nicht gemacht. Wie gesagt, Gruß geht da raus an die Katrin, die mir das eben noch geschickt hat. Dann, ich weiß zwar nicht, wo sie hier Autos gesehen hat, aber
vielleicht hat sie auch was anderes gesehen. So, da haben wir einmal hier 150, 150, 150. So kann ich aus der grünen Pump eine blaue Pump machen. Und mit 250 mache ich aus der Farmers eine AUG. So, das Ganze machen wir jetzt mal. Einfach Waffe aufrüsten. Puh. Und für 350 von allem kriegt man so eine Waffe halt dann auf Legendary umgebaut. Aber die werde ich natürlich jetzt nicht sammeln. Also wie gesagt, von grün auf blau braucht man 150 Meds. Und von lila auf Legende, Legendary, braucht man halt 350. Wie es jetzt von grau aussieht, kann ich euch jetzt nicht genau sagen, weil ich jetzt keine graue mitgeholt habe. Aber ich denke mal, eine graue Waffe wertet eh kein Mensch auf. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Ist nicht ganz so simpel. Also ein Lama müsste man, denke ich mal, schon finden. Ansonsten hat man eigentlich die Mets grundlegend nicht dabei, würde ich jetzt behaupten. Die Idee ist ganz gut, aber die Mets-Anforderungen sind in meinen Augen einfach viel, viel zu hoch. So, Katrin, jetzt weißt du auch, was meine Meinung dazu ist. Schreibt mir in die Kommentare, wie eure Meinung ist, was das Ganze so betrifft. Und in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß noch mit den Aufgaben. Wie gesagt, wir haben schon leider alle gemacht. Und in dem Sinne würde ich sagen, Abo nicht vergessen und haut rein. Erstmal hier rauskommen. Also, macht's gut.